Der Journalist Gernot Kramper hat am letzten Samstag einen Artikel auf der Online-Seite des Stern veröffentlicht, in dem er ziemlich interessante Thesen über die Wirkungsweise von 223 Remington bzw. 5,56x45 NATO, dem Standardkaliber der AR-15-Gewehre, aufstellt. Wenn man sich den Artikel so durchliest, dann kommt man aus dem Fazialpalmieren gar nicht mehr raus. Und ja, insgesamt kann man sagen, dass Herr Kramper über etwas geschrieben hat, von dem er schlichtweg nicht viel weiß, außer ein paar Fernsehmythen, Propaganda und Keyboardkriegergeschwätz. Ein wenig so ähnlich arbeitet übrigens auch Unge, der ja kürzlich die Behauptung aufgestellt hat, Milch sei Gift. Ja, seine Kompetenz dabei, er ist Veganer. Woran erkennt man übrigens einen Veganer? Du musst ihn gar nicht erkennen, er wird es dir von selbst mitteilen. Hashtag not all. Ich will gar nicht groß rumlabern und auch nicht zu tief ins Detail gehen, steigen also direkt mal mit einigen Zitaten aus dem Artikel ein, damit wir alle nachvollziehen können, worum es geht. Und dann stelle ich mal klar, was für ein Problem ich mit den getroffenen Aussagen so habe. Los geht's. Wer von einem Gewehr wie der AR-15 getroffen wird, hat kaum eine Überlebenschance. Ursache ist eine spezielle Munition. Sie wurde für das Militär entwickelt. Ihre hohe Energie führt zu extremen inneren Verletzungen. Die Munition der AR-15 führt immer zu diesen Verletzungen. Ja, und dann geht's noch weiter. Das Problem bei den Sturmgewehren: die Geschosse der AR-15 erzielen die Wirkung durch ihre extreme Geschwindigkeit. Ah, es geht also um die magische Hochgeschwindigkeitsmunition, von der man immer mal wieder liest und um die sich ja auch viele Mythen ranken. Selbst zu meiner Zeit bei der Bundeswehr hat man diesen Mist erzählt, aber weiter im Text. Die Patrone eines Jagdgewehrs oder einer Pistole durchschlägt einen Körper meist in gerader Linie. Trifft sie nicht auf einen Knochen, hinterlässt die Kugel einen bleistiftdicken Kanal. Trifft sie das Herz oder eine Hauptschlagader, sterben die Opfer meist am Ort des Geschehens. Bei allen anderen Treffern haben sie gute Chancen auf eine Rettung, wenn sie schnell genug operiert werden. Bei Hochgeschwindigkeitsgeschossen ist die Wirkung eines Treffers anders. Auch hier durchschlägt das Geschoss den Körper, aber es entfaltet rund um den Geschosskanal eine zerstörerische Wirkung. Den Rest erspare ich euch jetzt mal. Es folgen nur noch sehr eigenwillige Interpretationen der fachlichen Begriffe und etwas, das von der New York Times abgeschrieben wurde, wo behauptet wird, dass ein Hochgeschwindigkeitsgeschoss mit einer Handgranate verglichen werden kann, die im Körper explodiert. Ja, und dann kommen noch so weitere Übertreibungen, die offensichtlich nicht auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft wurden, sage ich mal vorsichtig. Zusammenfassend gesagt ist die These des Artikels, das Kaliber 223 Remington oder 5,56x45 NATO ist tödlicher als tödlich, weil die Projektile viel schneller sind als die Projektile anderer Kaliber. Das erzeugt nämlich eine Schockwelle im Körper und einen Treffer mit diesem Kaliber kann man kaum überleben. Wir bewegen uns also auf dem Niveau von Lethal Weapon 3, wo gezeigt wird, es gebe spezielle Cop-Killer-Munition für Pistolen. Jesus, Cop-Killers. Ja, wer sich ein wenig mit der Wirkungsweise von Munition auskennt, hat schon jetzt erkannt, dass die im Artikel aufgestellte These ziemlicher Unsinn ist. Aber schauen wir uns mal die Mündungsgeschwindigkeiten einiger Gewehrkaliber an und beleuchten den Begriff Hochgeschwindigkeitsgeschoss mal etwas näher. Zuerst einmal muss man feststellen, dass der Begriff selbst gar nicht einheitlich verwendet wird. So wird in Europa ein Geschoss mit einer Mündungsgeschwindigkeit von 900 Meter pro Sekunde als Hochgeschwindigkeitsgeschoss angesehen, während in den USA der Wert von 700 bis 800 Meter pro Sekunde gilt. Für viele beginnt das Hochgeschwindigkeitsgeschoss sogar schon bei allem, was über 400 Meter pro Sekunde hat. Und dazu kommt, Hochgeschwindigkeitsgeschosse sind keine rein militärische Erfindung, da es auch Sportgewehre mit einer Mündungsgeschwindigkeit von rund 1000 Meter pro Sekunde gibt. Die Definition ist für die Kritik an dem Artikel jetzt erstmal nicht so wichtig, aber ich wollte trotzdem mal klarstellen, wie der Begriff überhaupt unterschiedlich definiert wird. Und schauen wir uns jetzt aber mal die tatsächlichen Mündungsgeschwindigkeiten von verschiedenen Kalibern an. Beginnen wir mal mit 223 Remington bzw. 5,56x45 NATO. Also bei dieser Munition liegt die Mündungsgeschwindigkeit je nach Hersteller und Sorte bei ca. 900 bis 1100 Meter pro Sekunde und die Mündungsenergie bei ca. 1700 Joule. Das variiert natürlich immer etwas auch bei der tödlicher als tödlichen 223. Als nächstes schauen wir uns doch mal eine sehr alte Patrone an, nämlich die 3006 Springfield, die in ihrer heutigen Form bereits im Jahr 1906 eingeführt wurde. Ja, richtig gehört, 1906. Was kann ein solcher Opa unter den Kalibern wohl schon können im Vergleich zur tödlicher als tödlichen 223?
Die Mündungsgeschwindigkeit liegt bei ca. 820 bis 900 Meter pro Sekunde und die Mündungsenergie einer 3006 Springfield liegt bei 3200 bis 4126 Joule. Die Geschwindigkeit der Projektile ist also nur marginal langsamer, aber die Energie dafür locker doppelt so hoch wie bei einer 223 Remington. Und das ist auch der Wert, der letztendlich zählt, Energie und vor allem, wie viel davon ein Projektil in ein Ziel abgeben kann. Wenn wir noch weiter zurückgehen in der Geschichte der Feuerwaffen, dann kommen wir irgendwann zu den ersten Vorderladern mit gezogenen Läufen und runden Bleikugeln. Und selbst diese Waffen hatten schon eine Mündungsgeschwindigkeit von 300 bis 400 Meter pro Sekunde und je nach Kaliber bis zu 4000 Joule E0. Und mit ein wenig gutem Willen verschießt selbst so ein altes Gewehr natürlich je nach Definition schon Hochgeschwindigkeitsprojektile. Und um mal zu zeigen, dass vieles von dem theoretischen Quatsch, der leider immer wieder verzapft wird, einfach so nicht stimmt, schauen wir uns jetzt mal zwei Beschusstests an. Und damit es auch wirklich jeder versteht, vergleichen wir die 223 Remington Full Metal Jacket mit dem Schuss einer Bleikugel aus einem Vorderladergewehr. Ist jetzt nicht mega wissenschaftlich, aber durchaus anschaulich. Hier sehen wir jetzt eine Tulamo 223 Remington Full Metal Jacket. Das Geschoss wurde aus geringer Entfernung auf einen Block ballistischer Gelatine geschossen. Und ja, man sieht, das Projektil ist nicht ganz durchgegangen und hat am Ende sich leicht nach unten bewegt. Aber insgesamt kann man sagen, dass das Geschoss nicht getaumelt und auch noch weitgehend intakt ist und auch keine besonders große Wundhöhle hinterlassen hat. Dass die 223 Geschosse taumeln, hört man immer mal wieder und vielleicht war das auch ganz am Anfang der Entwicklung des AR-15 so. Da hatten die Läufe nämlich noch einen ganz anderen Drall. Scheinbar hat sich diese Geschichte bis heute gehalten, wie die Geschichte vom Nervenschock bei Hochgeschwindigkeitsgeschossen oder dass selbst Streifschüsse von Hochgeschwindigkeitsgeschossen tödlich sind, was aber in der Praxis weder beobachtet noch bewiesen werden konnte. Das weiß man von der Jagd mit diesen Kalibern, dazu aber noch später mehr. Kommen wir jetzt mal zu einem Bild von einem Vorderladergeschoss. Dabei handelt es sich einfach um eine dicke Bleikugel, die mit einer vergleichsweise recht geringen Mündungsgeschwindigkeit verschossen wurde. Man sieht sehr deutlich, dass die permanente Wundhöhle größer ist als bei dem 223-Geschoss. Könnte es also sein, dass die Mündungsgeschwindigkeit gar nicht so entscheidend ist, wie in dem Artikel behauptet? Die Behauptung, dass rund um den Geschosskanal eine zerstörerische Wirkung entsteht, lässt sich mit ballistischen Tests jedenfalls nicht nachstellen und auch Erfahrungen aus der Praxis zeigen das nicht. Vermutlich hat sich Gernot Kramper, der Autor des Sternartikels, auch gerade deswegen den Interviewpartner von der New York Times aus dem Arsch gezaubert, weil es ja so schön in sein Narrativ passt, da dadurch dieser Mythos bestätigt wird, aber ja, wisst ihr was? Ich bezweifle dessen Expertise und da halte ich mich auch lieber an Menschen, die sich mit der Thematik wirklich auskennen. Nämlich zum Beispiel einem Combat Medic, also einem Sanitäter der US-Streitkräfte und der sagt dazu Folgendes. Meiner Erfahrung nach schlägt die Standard-NATO-Munition Löcher mit dem Durchmesser von 5,56 mm in Knochen und Fleisch und zerschmettert nichts. Es verursacht minimale Blutungen. Ich weiß, dass die Leute sagen, dass es taumelt und sich dreht, aber das ist überhaupt nicht meine Erfahrung. Ich habe gesehen, wie es winzige Löcher in Menschen gemacht hat und nur selten so starke Blutungen verursacht hat, dass es zu Bewusstlosigkeit oder einem Schock durch Blutverlust gekommen ist, was das einzige Ergebnis ist, das zählt. Ich denke, wir haben hier wieder einen klassischen Fall von klingt plausibel, wird gerne durch diverse Echo Chambers weitergetratscht, lässt sich in der Praxis aber seit Jahrzehnten nicht beobachten, ist also offensichtlich Bullshit. Weiterhin schreibt der Combat Medic der US-Streitkräfte Folgendes. Im zivilen Leben habe ich nur ein einziges Mal einen soforttödlichen Schuss aus einer Pistole gesehen, und zwar von einer 357 Magnum in einem Wohnzimmer, wahrscheinlich auf nicht mehr als 5 Meter. Das Projektil drang in das Brustbein ein und verließ den Körper durch die Wirbelsäule. Diese Aussage bezieht sich auf die Behauptung, dass man bei einem einzelnen Treffer von 223 bzw. 556 NATO meistens stirbt. Auch das ist eine Behauptung, die sich in der Praxis nicht bestätigen lässt und einfach als Behauptung in den Raum gestellt wird. Die allgemeine Hysterie und Unwissen machen es möglich. Ich habe ein Foto von einem Patienten, der aus nächster Nähe mit 556 NATO beschossen wurde, aufgenommen. Das Foto ist von der Wade des Patienten, wie ich den Patienten innerhalb von Minuten nach dem Schießen erhielt. Minimale Versorgung war notwendig gegen Infektionen und Sehnschäden, nicht aber gegen Blutverlust oder Knochenschäden. Das ist typisch für die Verletzungen, denen ich von diesen Projektilen verursacht gesehen habe. Sorry für die etwas komische Übersetzung. Ich habe jetzt auch keinen Bock, das nochmal zu korrigieren. Ich hatte einen langen Arbeitstag und habe eigentlich auch gar keinen Bock mehr, so eine Scheiße hier, mich mit so einem Witz von Artikeln zu beschäftigen und mit irgendwelchen F***en, die meinen, irgendwie ihre Scheißmeinung ins Internet rotzen zu müssen, obwohl sie keine verf***te Ahnung von gar nichts haben.
Ich blende jetzt mal das Bild einer durchschossenen Wade ein und auch wenn das Bild nun wirklich nicht schlimm ist, wenn du zimperlich bist, dann mach mal bitte kurz die Augen zu. Ich gebe dann Bescheid, wenn das Bild nicht mehr zu sehen ist. Ja, hier sieht man also einen glatten Durchschuss und wie schon gesagt wurde, das ist typisch für die Verletzungen, die ich von diesen Projektilen verursacht gesehen habe. So der Sanitäter. So, du kannst die Augen nun wieder aufmachen. Wenn man schon eine pauschale Aussage über die Gefährlichkeit bestimmter Kaliber treffen will, dann kann man sicherlich die Aussage treffen, dass stärkere Gewehrkaliber insgesamt theoretisch gesehen eine höhere Letalität haben als zum Beispiel Pistolenkaliber. Wobei auch das nicht völlig korrekt ist, aber ich denke, das kann man schon so sagen. Die Aussagen, die in dem Artikel auf stern.de getroffen werden, sind jedoch völlig überzogen und wenn man das genau nimmt, einfach nur Fake News. Und zudem ist es auch so, dass Langwaffen insgesamt eine sehr geringe Deliktrelevanz besitzen, auch in den USA, nicht nur hier in Deutschland und Europa. Das passt natürlich nicht so wirklich in den Bias der tödlicher als tödlichen AR-15. Was in dem Sternartikel gemacht wurde, ist genau das, was ich schon seit langer Zeit an der Presse kritisiere, gerade wenn es um komplexe Themen wie Waffen geht. Es wird einfach munter voneinander abgeschrieben, ohne die Dinge, die man abschreibt, mal zu hinterfragen. Das Ergebnis ist dann, dass man immer wieder denselben Stuss liest, 30.000 Tote durch Schusswaffen in den USA pro Jahr, AR-15, Lieblingswaffe der Amokläufer, schon 18 Schulamokläufe in den USA in nur 2 Monaten, bla 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 bla. Und ich denke mir jedes Mal wieder, was zum Fick bin ich lesend? Was hat das noch mit Journalismus zu tun? Hält man in den deutschen Redaktionen echt das noch für journalistisches Handwerk? Der Artikel von Gernot Kramper demonstriert das wirklich auf den Punkt. Er lässt weitgehend außer Acht, dass es für verschiedene Einsatzzwecke eben verschiedene Munitionssorten gibt und gerade die Vollmantelgeschosse, wenn man das überhaupt irgendwie sagen kann, eher weniger Schaden im Ziel verursachen als andere Geschosse. Dem Kaliber 2x3 Remington bzw. 5.56 NATO dann anzurichten, es wäre auch mit Vollmantelgeschossen besonders gefährlich. Das sollte ein für alle Mal in das Reich der Mythen verbannt werden. Es hat mit der Realität einfach nichts zu tun. Nichts. Ob man eine Schussverletzung überlebt, hat unabhängig vom Kaliber damit zu tun, ob lebenswichtige Organe verletzt werden oder ob es zu einem schnellen Blutverlust in kurzer Zeit kommt. Und egal bei welchem Kaliber, mit Full Metal Jacket sind die Chancen, eine solche Verletzung zu erleiden, theoretisch, ich sag's bewusst, geringer, einfach weil der Wundkanal und die Gewebezerstörung kleiner ausfallen als bei Deformations- oder Zerlegegeschossen. Ja, warum nimmt man denn zum Beispiel für die Jagd in Deutschland keine Vollmantelgeschosse, sondern Zerlege- und Deformationsgeschosse? Warum verwendet man zur Verteidigung keine Vollmantel, sondern zum Beispiel Hohlspitzmunition? Warum bewertet der Gesetzgeber in Deutschland die 223 als so schwach, dass ich damit nur maximal Rehwild, aber nicht mal Schwarzwild bejagen darf? Nach der Theorie von Gernot Kramper müssten die Schweinchen ja förmlich explodieren, wenn sie von einer 223 getroffen werden und auf jeden Fall selbst bei einem schlechten Treffer verenden, aber genau das ist eben nicht der Fall und das ist beim Menschen auch nicht anders. Vielmehr ist entscheidend, wo man getroffen wird und dann kann im Zweifelsfall auch ein Kleinkalibergeschoss mit weniger als 200 Joule schon tödlich sein. Bleibt die Frage, warum schreibt Herr Kramper sich so einen Stuss zusammen? Ist es einfach Unwissen gepaart mit schlechtem Handwerkszeug? Man weiß es nicht. Die Antwort gibt er indirekt im Artikel selbst, indem er seinen Unfallchirurgen, der auch die total seriöse Behauptung aufgestellt hat, dass ein Hochgeschwindigkeitsgeschoss mit einer Handgranate verglichen werden kann, die im Körper explodiert, zitiert: Diese Waffen sind dazu gebaut, Menschen zu töten. Ja, und genau dieser Satz entlarvt den Artikel ganz wunderbar, denn es geht gar nicht um das Kaliber 223 Remington, sondern darum, dass bestimmte Waffen besonders gefährlich und nur dazu da sind, um Menschen zu töten. Und das, liebe Freunde, hat nichts mit Fakten zu tun, nein, das ist eine politische Agenda. Und damit dürfte auch klar sein, wie dieser Artikel einzuordnen ist. Also, liebe Leute beim Stern, veröffentlicht doch bitte wieder Hitler-Tagebücher. Darüber konnten wir wenigstens noch lachen. Tschö mit Ö, ciao Kakao. Und jetzt noch was in eigener Sache. Wenn dir dieser Beitrag gefallen hat, dann teile ihn doch bitte, gib mir einen Daumen nach oben und schau mal auf meiner Tipi-Seite vorbei. Ja, alle Links und Quellen wie immer in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß und es war nicht zu trocken. Ich habe, wie gesagt, auch nicht mehr wirklich Bock, mich mit sowas zu beschäftigen. Und zum allerliebsten Abschluss noch ein Zitat. Du kannst Gernot Kramper nicht folgen und die Tweets von Gernot Kramper nicht ansehen, da du blockiert wurdest. Äußerst kritikfähig, lieber Gernot. Und ich war nett.